schon nach dem Islam praktiziert werden. Ja. Und man hat auch diese ganzen Sachen in Islam so geschrieben, Islam sagen, da, zum Beispiel die Frauen beschneiden. Und das ist total verboten. Islam erlaubt das nicht. Mhm. Das sind die vorislamische Traditionen, die einige afrikanische Länder praktiziert wurden. Und nachdem, dass sie Muslime geworden, es gibt auch christliche Länder, wo solche Sachen praktiziert werden. Ja. Aber das erlaubt Islam nicht. Ja. Wir haben eine weitere Frage von Frau Alia bekommen. Und zwar möchte sie wissen, ob es eine Sünde ist, wenn man kein Kopftuch trägt. Das ist eine Frage von einer Frau. Ja. Die Frau soll selbst denken, was Gott uns anordnet, was Gott uns anweist. Mhm. Das müssen wir selbst denken, ob das für meine Pflicht ist. Wenn ich meine Pflicht gegenüber Gott nicht tue, was ist das? Wenn ich ungehorsam bin gegenüber Gott, was ist das? Soll ich das sagen? Oder muss man selbst wissen, was ist für mich das? Ich denke, gerade beim Kopftuch ist es ja auch so, dass darüber haben wir ja auch in den letzten Sendungen häufiger gesprochen, dass das auch irgendwo eine Stufe ist, was auch im Koran gesagt wird, dass es auch einen symbolischen Symbolcharakter hat irgendwo. Und ich denke, es bringt überhaupt nichts, wenn man, sage ich mal, vom Namen her Muslima ist und nur das Kopftuch trägt, aber während man die ganze Zeit nur mit den Gedanken an nicht-islamische Sachen denkt oder überhaupt die islamische Lehre nicht befolgt, dann bringt das Kopftuch überhaupt nicht. Und umgekehrt, derjenige, der wirklich den Islam, die islamische Lehre verstanden hat und sich für diesen Weg entschieden hat und gesagt hat, so kann ich am besten die Bindung zu Gott aufbauen, der macht das dann auch freiwillig. Wir sehen sehr häufig auch in den letzten Jahren jetzt, dass sehr viele deutsche Frauen, die zum Islam konvertieren, sehr selbstbewusst auch dieses Kopftuch tragen. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass da eine Überzeugung vorherrschen muss. Ja. Und jeder einzelne Mensch ist für sich selbstverantwortlich und muss vor Gott treten und dann sagen, warum er das oder jenes gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und das muss jeder für sich entscheiden. Wenn jemand überhaupt nicht von dem Glauben überzeugt ist, dann macht es auch gar keinen Sinn, Kopftuch überhaupt zu tragen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Telefon. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325 990399. 040 für Hamburg 325 990399 oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema die Vorurteile gegenüber dem Islam oder allgemein eine Frage zum Islam, wir werden diese dann heute Abend noch beantworten. Und wir haben zwei Schwestern einmal interviewt zu dem aktuellen Thema, was Sie eigentlich dazu sagen, wie Sie sich hier fühlen in der heutigen Gesellschaft. Und da möchte ich auch nochmal die Regie bitten, diesen Beitrag kurz abzuspielen. Assalamu alaikum. Mein Name ist Aisha Marjan und lebe seit 22 Jahren in Deutschland. Habe hier meinen Abschluss erreicht und arbeite zurzeit als sozialpädagogische Assistentin und mache neben dem Beruf noch eine Weiterbildung zur Erzieherin. Mein Name ist Sabah Unnur. Ich lebe schon seit 20 Jahren hier in Deutschland und habe ebenfalls meinen Abschluss hier in Hamburg gemacht und arbeite momentan in einer Spedition als Speditionskauffrau. Ja, ich bin relativ hier aufgewachsen und lebe schon seit vielen Jahren mit meinem Kopftuch hier in Deutschland. Habe am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, als ich neu damit angefangen habe. Aber habe in der Schule, in der 5. und 6. Klasse hat das meistens angefangen. Aber dann hat sich das, wo man angefangen hat, als man jung war, nicht so viele, sagen wir, Gründe hatte, warum man Kopftuch trägt. Also umso älter man wurde, umso mehr wichtiger wurde das für sich. Und hat man auch mehr Gründe, mehr Tabligh gemacht, auch erklärt, warum wir das Kopftuch tragen und dass man diese Vorurteile dann gedeckt hat. Mit der Zeit. Was ich auch immer gemacht habe, ist eben mein Umfeld mit einbezogen. Also ich habe nach den Sommerferien angefangen, Kopftuch zu tragen und habe meine Mitschüler und mein Umfeld in der Nachbarschaft schon vorher die Mitmenschen einbezogen und habe erzählt, dass ich bald damit anfange und auch Tabligh gemacht in dem Sinne.
Also warum trägt ihr dieses Kopftuch? Warum ist das wichtig? Weil zum Beispiel damals sind auch sehr wenige Ausländer gewesen, dass man wirklich in den Mittelpunkt stand mit Kopftuch und dass man sich gedacht hat, warum tragen sie sowas? Warum ist das wichtig? Und deswegen standen wir im Mittelpunkt, wurden gefragt, wurden wahrscheinlich auch gehänselt damals. Und heutzutage wird man zwar nicht gehänselt, wird man nur schief angeguckt und man versucht den Blicken zwar zu entgehen oder halt denen wiederzusprechen, aber manchmal klappt's und manchmal eben nicht, manchmal sind sie zu hartnäckig. Es ist immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Manche Leute zeigen wirklich Interesse und haben auch wirklich Interesse an Islam und fragen und hinterfragen. Und manche sind wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt Hass ist oder ob die denken, wir wollen uns nicht anpassen, dass sie nur fragen, wieso und weshalb. Ihr seid in Deutschland, passt euch an. Und jedes Mal muss man auch gucken, das ist individuell, dass man sagt, wie man darauf antwortet eben, ne? Mhm. Die Menschen in meinem Umfeld fragen eben viel, warum. Und wenn man denen dann erklärt, sie sind auch ziemlich interessiert dann und haben auch viel Verständnis dafür, dass man sich dafür einsetzt. Und viele sind eben dann, sagen einfach, nee, würde ich niemals machen an deiner Stelle, aber respektiere dich trotzdem. Also ich denke auf jeden Fall, also ich bin zur Schule gegangen, habe hier studiert, habe eine Ausbildung erfolgreich absolviert in der Schule und ich hatte keine Probleme. Ich bin heute eine Speditionskauffrau, kann heute noch studieren und ich kenne nichts, also was jetzt eine deutsche Frau machen würde, die ich jetzt nicht machen könnte. Also mir würde nichts im Wege stehen. Ich sehe das genauso. Also ich denke, Hamburg ist eine Stadt, die sehr kulturoffen ist und auch religionsfrei hat, sich dafür einsetzt. Und ich hatte nie Schwierigkeiten irgendwie durch mein Kopftuch. Also ich habe auch mal eine Ausbildung gemacht, bin zur Schule gegangen, arbeite jetzt auch mit meinem Kopftuch und habe keine Probleme. Das ist das Wichtige, dass man sich einsetzen muss, dass man wirklich nur mit Kopftuch arbeiten möchte, dass man sich nicht da so den Kopf einfach runtermacht und sagt, okay, ich nehme mein Kopftuch jetzt für die Arbeit ab. Man sollte wirklich versuchen, alles zu geben, dass man den Arbeitgeber dazu veranlasst, dass man mit Kopftuch arbeitet, ihn überzeugt dazu. Und das hat bei mir geklappt. Ich denke, bei allen anderen, die das versuchen wollen, vom Herzen aus wird es auf jeden Fall auch klappen. Ja, ich denke, vorerst ist es die eigene Einstellung, wie gehe ich mit meinem Kopftuch um, was strahle ich aus. Das ist ganz wichtig. Also ich muss von dem Kopftuch selbst überzeugt sein. Nur dann kann ich auch andere Leute überzeugen. Und dann eben ganz viel Aufklärung. Ne? Das ist wichtig. Selbstüberzeugung, wenn die nicht da ist, dann können sie niemanden von dem, was sie machen, so überzeugen, dass der zufrieden ist oder sie also positiv nächstes Mal wegen ihrer Religion oder wegen ihrem Kopftuch fragt. Da wird man dann nur schief angeguckt, wenn man eben nur ein Kopftuch trägt und alles andere, was von Barda-Sicht da sein muss, nicht da ist. Also Barda ist ja nicht nur Kopftuch, sondern auch das, was man, wie man sich anzieht und wie man sich benimmt in der Öffentlichkeit mit Menschen. Ja, oft reichen auch, also manchmal muss man auch nicht viel sagen, sondern das macht schon die Ausstrahlung. Ja. Aber auf jeden Fall auch, wenn man sieht, da ist einfach Interesse, dann auch ruhig ins Dialog gehen und auch die Leute aufklären. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Wir haben auch noch weitere Fragen erhalten, die wir jetzt beantworten möchten. Und zwar, Herr Munir, haben wir eine Frage von einem Zuhörer erhalten. Hat das Kopftuch die Bedeutung der Unterdrückung? Nein. Kopftuch heißt nicht Unterdrückung, sondern das ist für den Respekt der Frauen. Islam will nicht, dass die Frauen von Männern wie die wilden Tiere beobachtet werden, sondern sollen sie respektiert werden. Das ist leider im Alten Testament so eine Sache erwähnt, dass die Frau soll ihren Kopf bedecken, untergeordnet für gegenüber ihrem Mann zu zeigen. Mhm. Also solche Stellen gibt es im Alten Testament in der Bibel, nicht im Koran. Koran hat nur gesagt, dass die Frauen sollen nicht von Männern angestarrt werden,
und die sollen ihre Blicke senken. Mhm. Und die Frauen müssen auch ihre Blicke gegenüber den Männern senken. Also das ist die Parda für beide Seiten. Mhm. Eine weitere Frage haben wir erhalten, und zwar: Kann sich eine Frau von einem Mann scheiden lassen? Ja, dieses Recht gibt Islam auch. Wenn ein Mann also